Okay, nochmal Konzentration. So. So, den können wir runterschmeißen. Dann können wir weiterfliegen. So, jetzt haben wir den Vogel und jetzt können wir, glaube ich, auch weiter. Okay, das ging auch gut. Verdammt. So, den holen wir uns, den Splitter. Und dann machen wir hier einfach mal als Zwischenspeichern. Schon mal sehr gut. Okay, hier muss man sich echt gut konzentrieren und aufpassen, was man macht. So. Dann geht's weiter, hier runter. Oh, schön. Und jetzt können wir hier erstmal uns ausruhen. Puh. Oh, es sieht aus, als hätten wir was Gutes erreicht, oder? Na, natürlich. Wieder die spuckenden Dinger. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Okay, da hoch müssen wir schon mal nicht. Das haben wir jetzt rausgefunden. So. Also wir müssen hier rüber anscheinend. Nein! Nein, 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 nein. Ich hätte mich etwas höher schießen sollen. Oh, wieso hat denn das so gewackelt? Hat das eben auch so gewackelt? Okay, dann speichern wir, glaube ich, hier auch nochmal ab und holen uns ein paar Leben. So. Uah. Du hast mich erschrocken, du kleines Ding. Oh nein. Warum kommt das Ding da oben raus? Oh nein, natürlich. Natürlich klappt das so nicht. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht darauf warten, dass der spuckt. Wir können hier einfach so rüber. So. Jetzt versteckt er sich nämlich. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen da oben hoch, ne? Ja, wir müssen da oben hoch. Komm, spuck. Uah, spuck, spuck. Okay, zu spät gespuckt. Also zu spät reagiert habe ich. Er hat gespuckt. Wir hätten es schaffen können. Okay, gut. Das ist jetzt eine kleine Herausforderung hier. Ha, jetzt habe ich ihn ausgetrickst. Uah. Oh, Glück gehabt. Ach, der hört nicht auf zu spucken. So, jetzt haben wir 4 Schlüssel. Und da links haben wir noch einen weiteren Zusatzsplitter. Hör auf zu spucken. Der Weg hat sich geändert. Boah. Nein, das war falsch. Hilfe. Ah. Oh nein, jetzt müssen wir das nochmal machen, kurz. Okay, nochmal kurz durchatmen, konzentrieren und... Tja, da kommen wir leider nicht rein. Ah, da kommen wir bestimmt gleich rein, wenn sich der Weg ändert. Na gut. Okay.
Uah. Hör auf, so. Gut, dann speichern wir hier. Und, okay, gehen jetzt nochmal weiter. Guck mal, jetzt kommen wir nämlich nicht mehr hier rüber, sondern nur noch hier hoch. Okay. Oh nein. Gut, dass ich da oben gespeichert habe. Das ist echt nicht... Moment, jetzt bin ich hier... Oh. Ah, Mist. Man muss ja echt schnell sein mit dem Y drücken. Boah. Zum Beispiel, das war jetzt gerade wieder mies. Oh, die kommen echt... blitzschnell an, diese Pfeile. Und jetzt aber weg hier. Jetzt aber weg hier. Gut. So, hier oben speichere ich jetzt wieder. Ich glaube, der da oben fällt da runter, oder? Nee, ne? Ist schon lange her, dass wir jetzt die neuen Erfahrungspunkte also dass wir zusätzlichen Erfahrungspunkt bekommen haben. Wird mal langsam wieder Zeit, dass wir eine neue Fähigkeit bekommen vielleicht. Och, also als wenn das Ding jedes Mal wissen würde, wo ich hinlaufe, laufe ich immer genau dahin, wo es hinschießt. So, auch wenn ich dann jetzt keine Seelenverbindung mehr habe, speichere ich jetzt erstmal. Ah, okay, wir können den Ball also anschießen. Okay, das funktioniert nicht. Also ich weiß nicht, wofür wir die hier anschießen können. Oh nein. Oh, das... Ich sehe schon, das wird hier nicht leicht. Ohne sich zu pieksen. Ja, das wird echt... Das wird ein guter Aufstieg. Ich glaube, überall, wo man es schafft, hier jetzt ohne gestochen zu werden, hochzuspringen, bringt einen auf jeden Fall weiter. Aber ich muss dazwischen durchspringen, oder? Oh nein. Das hat nicht geklappt. Okay, das war gut. Uah. Ah, guck mal. Nehme ich doch einfach mal den Weg. Okay, wir brauchen unbedingt eine Seelenverbindung, um jetzt mal wieder zu speichern.
krabbeln wir einfach mal hier hoch. Oh, da ist er. Einfach gegen die Dornen. Da ist einer. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir nichts, aber hier speichern wir jetzt mal. Wir müssen auf jeden Fall anscheinend da hoch. Okay, probieren wir mal einen Doppelsprung. Blödes Vieh. Wow, guck mal. Das war gut. Der andere hat den... Der eine hat jetzt den anderen abgeschossen. Das ist schon mal sehr gut. Uiuiui, jetzt haben wir nur noch ein Leben übrig und hängen hier. Kann das gut werden? Wir halten uns mal hier an der Wand fest. Guck mal, da oben geht es auch weiter, aber... Nee, da oben ist noch abgesperrt. Also brauchen wir gar nicht da hoch. Oh! Verdammt, ich dachte, der kann nicht nach oben schießen. Falsch gedacht. So. Okay, jetzt haben wir zumindest zwei Leben. Okay, mach mal den ganz vorsichtig, den Frosch. Immer schön aus dem Weg gehen. So. Okay, nur mal gucken, ob es hier noch was gibt. Da gab es nichts, okay. So, also. Uiuiui, hier, die können wir als Projektile benutzen. Okay, da hätte ich glaube ich direkt... Ah, jetzt sind wir wieder hier, natürlich, aber ich konnte ja auch nicht abspeichern. Genau da wieder reingeflogen, wo der hingeschossen hat. So, jetzt aber ganz schnell hier alles erledigen. Das war knapp. So, lieber Frosch. Den haben wir auch. Speichern können wir leider nicht. Schade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ärgerlich an so einer Stelle hier. Aber wir haben hier auch, glaube ich, nichts. Keinen Splitter, den wir uns hier irgendwo holen können. Naja, gut. Dann probieren wir es nochmal so. Nein, ich wollte doch eigentlich da hochspringen. Wenn es einmal schief läuft, Leute, dann läuft es auch immer schief. Komm, komm raus und zeig dich und spuck durch die Gegend. So, weil du mich die ganze Zeit anspuckst, mache ich dich jetzt kaputt. Der spuckt immer zweimal direkt hintereinander. Bringt dir aber gar nichts. Das bringt dir nichts. Mir nur Erfahrungspunkte. Oh, er hat jetzt... Oh, er spuckt doch öfter hintereinander. Oder ist das jetzt, weil er kurz vorm Tod ist?
So, zumindest hat uns das ein bisschen Leben gebracht. So, dem Frosch macht das gar nichts aus, dass der unten durch diese Stachel läuft. Ah, guck mal. Einmal kurz runterholen. Oh nein, jetzt hat er uns auf den Hintern getroffen. Hup. Oh oh, puh, da bin ich zu früh losgesprungen. Ah, gegen den Stachel geflogen. Meine Güte. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich diesen Part. Ich sehe, von der Zeit her passt das auch. Und ja, sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, und dann werden wir das doch garantiert schaffen. Meistens ist das so, wenn wir dann quasi eine neue Folge anfangen, dann funktioniert das Ganze irgendwie wieder besser. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Ori and the Blind Forest. Ciao, Leute.